Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu State of Decay 2. Ja, nachdem wir beim letzten Mal unseren Kameraden ja geheilt haben und ja hier ein bisschen die Zombies geschnetzelt haben, geht's jetzt weiter. Und zwar werden wir jetzt ein Seuchenherz ausschalten. Und ja, dafür werden wir unsere neue Gefährtin mitnehmen. Die wird uns dabei behilflich sein, dort ein bisschen aufzuräumen. Und ja, wir müssen mal schauen, was wir da zu erledigen haben und wie dieses seltsame Seuchenherz denn jetzt genau aussieht und wie wir es überhaupt bekämpfen müssen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant und da freue ich mich auch schon drauf, diese Gegend ein bisschen von den Zombies wieder freizukriegen. Jetzt mal fahren wir hier ein paar von den infizierten Zombies um. Und ja, diese Seuchenprobe, die nehmen wir lieber auch mal mit für den Fall der Fälle. Denn wie gesagt, es kann ja auch schnell passieren, dass einer unserer Kumpanen nochmal verseucht ist. Und die haue ich jetzt einfach mal so kaputt. So. Da brauchen wir das Auto nicht extra für anschmeißen. So. Den Benzin haben wir ja auch nicht ewig viel. So. We're getting close. You can tell by the red haze and the plague zombies, of course. Okay, ja. Die roten Zombies sind natürlich die Seuchen-Zombies, ist klar. Also es scheint hier in dem Gebäude direkt zu sein. Oh, da kommen ein paar mehr Seuchen-Zombies. Lalala, ich fahre euch mal alle platt hier. Plague zombies in all directions. Better be careful. Ja, hier sind doch einige. Das, Ah, da kommt noch einer. Jetzt warte ich erstmal, oder? Kommt der jetzt? Ja, doch, der kommt jetzt. Na. Kommt das Arschloch hier auf die Motorhaube? Runter da. Ey, warum treffe ich dich nicht? Arschloch. So. Das nehmen wir erstmal mit. So, ich glaube, sonst haben wir das Areal soweit gereinigt hier. Okay, Plagueheart in sight. Okay, in das Gebäude scheinen wir rein zu müssen. Ich guck lieber mal, ob da noch was ist. Da sind aber nur außerhalb des Zauns welche. Ich hoffe, dass die uns jetzt nicht in die Quere kommen werden. Okay, wir hatten ja Sprengstoff bekommen von ihr. Vielleicht können wir den hier wirklich ganz gut benötigen. Denn wir hatten hier gerade eine Einblendung für den Sprengstoff. Dass wir den genau werfen sollen bzw. können. Dann probieren wir das mal. Wie wähle ich den denn jetzt aus? Muss man hier ein bisschen vielleicht draufhauen, aber ich sehe ja auch keinen Energiebalken oder so. Das wäre interessant gewesen. So, erstmal hau ich dich hier noch platt. Komm, stirb. So, da kommt dann direkt noch einer. Die hauen wir mal mit der Tür um. Tock. Und jetzt den Schädel einschlagen. Komm schon. Hau den Schädel ein. Geht doch. Noch die Seuchenprobe. Dass er die Tür einfach nach. Naja. Jetzt haben wir zumindest die Tür wieder zu. Das heißt, wenn da nochmal ein Zombie kommt, können wir dem wieder die Tür in die Fresse hauen. Und da die Tür hier hinten eher aufsteht. Und ich die auch irgendwie nicht so. Also mit den Türen, das ist manchmal hier ein bisschen bescheuert gemacht in dem Spiel. Jetzt ist die Tür ja doch wieder auf. Naja. Wie schmeiße ich das jetzt? Ah, oh. Autsch. Da habe ich mich selbst getroffen. Okay. Etwas weiter weggehen ist besser. Okay, ein bisschen Schaden scheint das zu bekommen, aber. Ja, jetzt kommt hier schon wieder einer. So. Okay, die Türen stehen jetzt alle offen. Da kommt ein Zombie. Dann mach ich mal lieber die Tür zu und. Hau die Tür wieder dem Zombie in die Fresse. Ah, fuck, jetzt ist auch noch meine Waffe kaputt. Jetzt muss ich mich beeilen, denn ohne Hauptwaffe ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, ich habe leider aktuell keine andere Waffe dabei, sonst würde ich die gerne ausrüsten. Puh. Kommt hier noch einer? Unfortunately, where there's one, there's always more.
Oh. Nahrungsmittel. Die Seuche auslöschen. Jedes Herz, das du tötest, macht die anderen stärker, als würden sie nur auf dich vorbereiten. Okay. Das heißt, es gibt hier mehrere Seuchenherzen. Wenn wir eins ausschalten, werden die anderen automatisch stärker. Das ist gut zu wissen, denn das heißt, für die nächsten müssen wir uns dann ja immer ein bisschen mehr noch am besten ausrüsten. Dann nehmen wir am besten noch zwei Nahkampfwaffen mit. Und wenn wir haben, noch ein bisschen mehr Sprengsätze. Das packe ich auch erstmal da rein. Dann parke ich das Auto erstmal ein bisschen näher zum Einladen. So. Ja, Bremse. Nein. Auf die Bank wollte ich nicht unbedingt drauf. So. Dann nehmen wir hier nämlich erstmal das ganze Zeug mit. Dann brauchen wir nicht extra nochmal hier hinlatschen. Ins Auto dürfte ja eigentlich genug reinpassen. Ah, schade, da ist gar nichts drin. Hier können wir die Tasche rausnehmen. Können wir mal gucken. Ah, fuck, das war ein Stückchen zu laut. Oh, eine Dose. Ah, es sind nur zwei normale Zombies. Die stechen wir mal schnell ab. Zack. Ach, und die hat den anderen... Jetzt komme ich hier die scheiß Kante nicht hoch, oder was? Eieiei. So, packen wir erstmal den Rucksack hier rein. Das hört sich ja mal an, als wäre hier noch irgendwo ein Zombie. Ich höre doch... Ah, da kommt noch einer. Genau, die schlägt schön den Kopf noch klein. Sehr gut. Mit der kann man doch zusammenarbeiten. All clear. Okay. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich der letzte Raum ist. Check this out. Noch mehr Nahrung. Also ich glaube, Nahrungsmittel müssen wir uns aktuell nicht mehr wirklich groß kümmern. There's nothing left to salvage here. Boah, noch eine neue Nahkampfwaffe. Ich würde sagen, die rüsten wir am besten direkt mal aus, für den Fall der Fälle. Zack. Sehr schön. Ich weiß nämlich nicht, ob man die alten Nahkampfwaffen, ob man die nochmal reparieren kann oder ob man die zerlegen kann oder so. Das würde ich gerne wissen, ob das geht. Ich weiß es aber leider halt, wie gesagt, nicht. Das Pack. Achso, hey, wir sind voll. Haha. So, hier war doch irgendwo eine Leiter. Genau da. Da gucken wir mal, ob wir noch irgendwas hier oben finden. Aber Container, glaube ich, hatten wir alle schon. Aber vielleicht finden wir hier noch irgendwas anderes. Flaschen und so können wir leider nicht vom Boden aufheben. Das wäre cool. Auch so ein Schlafsack wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Aber hier scheint nichts zu sein. Aber zumindest hat man hier einen schönen Überblick ein bisschen. Also im Fall der Fälle könnte man sich hier oben hin flüchten, wenn man das hier später mal als Außenposten nehmen würde. Könnte man wirklich auf dem Dach notfalls in Sicherheit kommen. So, dann bringen wir erstmal das ganze Zeug nach Hause. Wir sollen ja laut Quest sowieso erstmal nach Hause zurückkehren. Okay, neuer Infektionsherd wurde auf der Karte entdeckt. Okay. Wir sollen uns jetzt aber gerade im Moment nicht unbedingt stören. Ich mal, was ich noch tragen kann. Die Tasche. Und das. Dann haben wir nämlich nur noch Taschen da dran. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt noch groß sehr gute Nahkampfwaffen habe. Ich habe zwar welche im Schrank liegen. Da muss ich mal genau gucken, welche das sind. Ob ich hier die auch reparieren kann. Wie gesagt, muss ich mal schauen, ob das geht. Nehmen wir erstmal das Essen hier. Also Essen haben wir definitiv aktuell gut was auf Lager. 18 Essen. Bald müssen wir uns wieder um Medizin und so kümmern. Da ändere ich aber aktuell, glaube ich, nichts. Ich lade erstmal noch die Säcke weiter aus.
Nahrungssäcke. Das dürfte auf jeden Fall gut. Na, jetzt geht die Scheißtür natürlich zu. Das dürfte auf jeden Fall unseren Bewohnern definitiv die Bäuche lange vollhalten. Kein Platz mehr für Lebensmittel. Okay. Das ist schlecht. Dann werde ich wahrscheinlich das Zeug, was ich aktuell da drin habe. Wir können das Lager aufwerten. Das machen wir mal. Vielleicht bringt das uns was. Dann könnten wir nämlich eventuell dann weiter was reinstecken. Verfügbar. Dann, ich weiß nicht, ob wir das Zeug da drin lassen. Wir reden erstmal mit Kelly. Okay, sie möchte sich uns anschließen. Das wäre eigentlich gar nicht verkehrt, denn Kelly ist ganz hilfreich gewesen. Ein Bett zu wenig. Oh, one more thing. My last community had these special radios that could also send text messages. Somebody came through a while back passing them out. You should have them now. It's what my friends would have wanted. Oh, cool. We got too many butts here, not enough bunks. Okay, Führerschaft. Okay, also das heißt, je besser unsere, sag ich mal, unsere Leute vom Ansehen sind, desto... Was, wie kommt denn der Zombie hier rein? Desto höhere Boni haben wir und ja, wir können dadurch halt unsere Gemeinschaft ein bisschen verstärken. So, jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir, achso, das Bett hatten wir ja schon reingesetzt, dass es upgraden soll. Das dürfte eigentlich nicht allzu lange dauern. Aber Baumaterialien sieht es momentan ganz schlecht aus. Jetzt überlege ich gerade. Unfertiges Haus. Wir haben jetzt aktuell keine akute Quest oder so. Die Frage ist, gehen wir irgendwo schnell looten? Verlassene Klinik waren wir schon. Da haben wir 4 von 5 durchsucht. Da dürften wir keine Baumaterialien finden. Mietlager. Boah, gute Frage. Weil um ein paar Sachen noch zu bauen, brauchen wir auf jeden Fall ein paar Materialien. Okay, sie ist jetzt Rekrut, Williams ist Bürger. Alex hat eigentlich schon viel gemacht. Minus 3 Lebensmittel. Sind die jetzt abgelaufen oder was ist passiert? Oh, bereite dich auf einen Zombie-Angriff auf dein Zuhause vor. 16 Sekunden noch, okay. Das heißt, wir bleiben erstmal hier. Sie hat allerdings keine Pistole. Ja, ich hatte auch nicht vor, die Zombies hier reinzulassen, beziehungsweise, dass die hier alles kaputt machen können und uns töten können. Ja, Zombies sind tot, denn darum sind sie ja Zombies. So lebende Tote, ne? Oh, da kommt einer. Du kommst hier nicht rein. Das ist mein Haus. Da sind meine Regeln in meinem Haus. So, erstmal die Tür wieder zumachen. Da vorne scheinen sie gerade ein bisschen abzugehen. Oh ja, hier sind einige. Erstmal Kopf ab. So. Nein, ich will ja auch nicht mit dir reden. Ich will das ja auch vor eben. So. Wo ist denn hier noch einer? Ah, da sind noch welche. Okay, der ist auch tot. Okay, ja, jetzt wahrscheinlich nur noch die letzten Zombies töten. Dann haben wir den Angriff, glaube ich, abgewehrt, denn die Zeit oben rechts ist weg. Immer noch welche. Wo kommen die denn alle her? Okay, die sind tot.
Da hinten ist... Hä, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Kopf einschlagen, so. Da vorne soll noch irgendwo ein Zombie sein. Ah, ey. Was machst du mit meiner Maus? Ich hab dir nicht erlaubt, hier reinzugehen, Arschloch. Du auch nicht. Jetzt auch noch in unserem Schlafbereich tote Zombies. Ist ja ekelhaft. Okay, haben wir einen Mod? Lagerplatz. Ach komm, hauen wir den erstmal rein. Müssen wir erstmal demnächst gucken, wie wir die Mods denn genau hundertprozentig verwenden können. So, das Tor machen wir erstmal zu. Das machen wir, wenn es denn zugehen würde. Geht zu. So, das ist auch erstmal zu. Dann machen wir das Ding hier auch noch zu. Damit, wenn noch Zombies in der Nähe sind, die ja nicht direkt reinkommen. So, das Tor ist zu. Ne, ist offen. Aber dann gehen wir mal ein bisschen vielleicht noch looten. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Schönes. Da gehen wir mal hin. Okay, da hinten. Da sind wir, glaube ich, eh noch nicht so groß lang gelatscht bisher. Dann im Auto haben wir auch noch was. Das holen wir uns auch noch mal. Ja, das war wieder zu laut. Ja, das... Oh, hier ist aber echt viel drin auch noch. Du doofer Zombie. Da war aber jetzt doch relativ viel drin in dem Kofferraum. Zwar wieder so ein tolles Papierchen, was kein Mensch braucht, aber... Okay. Williams hat also einen Sohn gehabt. Aber weiß natürlich nicht, was genau mit dem passiert ist. Naja, aber immer noch ein paar Nahkampfwaffen. Eben haben wir ja quasi eine verloren. Das ist nicht verkehrt, wieder neue zu bekommen. Hier ist aber nicht wirklich mehr was. Können ja mal hier hochgehen. Vielleicht finden wir hier was noch oder können zumindest sehen, ob hier noch was ist. Okay, da kriegt ein Zombie. Da ist einer und da ist einer. Ah, die braucht ein bisschen, um über den Zaun zu klettern. Den Zombie... Ja, komm, den hauen wir platt. Die hätte uns zwar nicht viel tun können, weil das eine Kriecherin war. Aber ein bisschen Einfluss kann man immer gebrauchen halt. Okay. Keiner, der sonst was bemerkt hat. Der kommt aber gefährlich nah. Ein paar Ersatzteile. Den hauen wir jetzt auch noch platt. So, Schädel eingeschlagen. Ach, oh. Einer mit so einem Polizeihelm. Okay, der braucht ein paar mehr Schläge. Den Helm würde ich ja gerne klauen. Damit wären wir auf jeden Fall gut verteidigt, wenn wir das Ding auf hätten. Wir sollen den Streitkolben von Williams suchen. Und Ivan hat auch irgendeine Quest für uns. Das heißt, es sind aktuell ein paar Charakterquests eher da. Ach, was willst du denn? Willst du aufs Maul? Scheiß Zombie. Also zombiefrei soll es zumindest aktuell hier so ein bisschen sein. Bringen wir das Zeug erstmal wieder ins Haus rein. Denn wir haben doch relativ viel jetzt an Bord wieder. Vielleicht ist ja auch das Bett gleich fertig. Ah, Mann. Dass er die Tür aber auch nie so auf und zu macht, wie man das will.
So. Hier liegen immer noch ein paar Zombies. So. Das und das. Ja, solchen Proben haben wir aktuell 12 Stück. Das ist eigentlich ganz gut. So. Leute, könnt ihr nicht mal hier die Zombies wegräumen? Also ehrlich, ey. Müssen die Toten denn hier überall rumliegen? Ist ja ekelhaft. Regalinstallation abgeschlossen. Okay. Die schläft hier auf dem Stuhl. Hier liegt ganz schön viel Schrott eigentlich rum. Hier könnten die anderen zumindest mal ein bisschen was aufräumen, ne? Okay, das Bett ist fast fertig. 3,5 Minuten knapp. Dann wäre das fünfte Mitglied auch endlich, dass es ein Bettchen hat. Küche, müssen wir da irgendwas machen? Gegenstände herstellen. Mods haben wir aktuell sonst keine mehr. Gebe ich ihr eine Pistole? Könnte sie eigentlich gebrauchen, ne? Ich habe zwar aktuell nur noch eine, aber ich weiß es nicht. Hat er nicht auch eine Pistole? Ich glaube ja, ne? Williams und Ivan haben beide eine Quest. Gesucht gefunden. Ach so, wenn wir den nehmen, müssen wir die Quest dann auch machen. Okay. Nice to see you're still kicking. Okay, mit dem können wir sonst nichts groß besprechen. Okay, das heißt, die Charaktere werden wir jetzt nicht wirklich groß switchen zu den beiden. Denn das möchte ich dann schon ja, separat machen. Wir sind ja doch relativ, beziehungsweise wir haben ja schon relativ viel gemacht gerade in der Folge. Und jetzt können wir auch die Basisverwaltung drauf zugreifen wieder. Außenpostenlimit plus 2. Aufschlagzimmer 1,5 Minuten noch knapp. Aufwertung Lager 2. Das heißt, gleich ist es aufgewertet. Hier haben wir noch einen Slot und oben haben wir noch einen Slot. Parkfläche Pilato. Wir haben ja aktuell nur ein Fahrzeug. Hier ist ja noch keins. Moral sinkt aktuell. Scheiße. Wie kriege ich denn auch die Moral etwas höher? Da weiß ich allerdings jetzt gerade nicht, wie ich das machen soll. Der Balken bewegt sich nämlich allmählich wirklich Richtung weiter nach links. Aber das Bett dürfte eigentlich gleich fertig sein. Ich hoffe, dass der Balken dann wieder so auf einem Mittelwert bleibt. Übernehme die Kontrolle über Ivan. Ja, super. Der sagt mir aber nicht, was der für eine Quest hat, oder? Händlerleben. Ah, okay. Händlerleben im Luxus. Okay, das wäre für ihn eine Quest. Aber worum es da geht, weiß ich jetzt gerade auch nicht wirklich. Sollen wir sie schlafen lassen? Eigentlich aktuell hat sie noch ziemlich gut Ausdauer. Upgraden können wir aber aktuell auch nicht wirklich was. Okay, jetzt ist das Bett fertig. Haben wir jetzt Platz für 6 Leute oder für 5 Leute? Das weiß ich jetzt nicht. Plus 4. Doppelkoje. Zu wem wechseln wir denn? Sollen wir zu Alex nochmal wechseln kurz? Der dürfte ja eigentlich wieder gesund sein. Ja, der ist wieder vollkommen in Ordnung. Hier kam auch eine Spezialisierung. Ja, da können wir uns eigentlich jetzt mal wirklich spezialisieren, weil da sind wir auf der Max-Stufe bei Geistesgegenwart.
Einfallsreichweite erhöht die Tragkapazität oder erhöht die Erkundungsreichweite. Tragkapazität finde ich eigentlich sinnvoller als die Erkundungsreichweite, ne? Also je mehr wir unterwegs tragen können, desto besser eigentlich. Ah, okay, Taschen haben wir jetzt eine dazu bekommen. Wäre natürlich noch besser, wenn wir noch einen etwas größeren Rucksack hätten. Dann könnte man mit ihm nämlich richtig viel tragen. Ja, die Blattseuche müssen wir ausschalten. Aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss, Leute. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute!